Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Bundeskabinett billigt stärkere Unterstützung für Kinder von Geringverdienern. Ein entsprechendes Gesetz von Familienministerin Giffey sieht einen höheren Kinderzuschlag vor. Außerdem soll es mehr Geld für Schulsachen, Mittagessen und Monatskarten geben. Staatsanwaltschaft widerspricht AfD. Die Verletzungen des angegriffenen Bremer Politikers Magnitz rührten von einem Sturz nach einer Attacke, erklärte die Behörde nach Auswertung von Videoaufnahmen. Die AfD hatte behauptet, Magnitz sei mit einem Kantholz niedergeschlagen und getreten worden. Die Partei bleibt im Kern bei ihrer Darstellung. Bootsflüchtlinge gehen in Malta an Land. Die maltesische Marine brachte die 49 aus Seenot Geretteten in den Hafen. Sie hatten sich seit Dezember auf zwei Schiffen von deutschen Hilfsorganisationen aufgehalten. Nach langen Verhandlungen erklärten sich 8 EU-Länder bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Brexit-Debatte im britischen Unterhaus. Premierministerin May erlitt einen weiteren Rückschlag. Sollte das Parlament am kommenden Dienstag ihren ausgehandelten Deal mit der EU ablehnen, muss sie innerhalb von nur 3 Tagen einen Plan B vorlegen. Das beschlossen die Abgeordneten mit knapper Mehrheit. Schneelage im Alpenraum bleibt kritisch. Es sind weiterhin Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Vielerorts müssen Bäume wegen Bruchgefahr gefällt werden. Im Salzburger Land in Österreich wird die Armee eingesetzt, um Dächer zu räumen. Experten rechnen mit weiteren Schneefällen. Das Wetter. Am Donnerstag im Süden und in Sachsen oft dichte Wolken, gebietsweise Schneefall, im Erzgebirge und am Alpenrand weiterhin ergiebig. Sonst neben Wolken teilweise auch Sonne, Höchstwerte -3 bis +5 Grad.